Und da sind wir auch wieder. Wir müssen noch Mitglieder suchen, also mitkommen. So, Gott, Gott, oh Gott. Moment, da kam eine SMS vor kurzem. Also eine Info. Ein Blog, genau. Gut, wie schon gesagt, da sind jetzt auch ein paar Kommentare dabei. Wie man sieht, beide von diesem komischen Kind, das mich immer extrem an Kickers erinnert, an einen. Und er kommentiert so gut wie alles. Ja, das wäre ein Facebook-Sucht. Bin ja schon mal gespannt, was hier demnächst alles zu lesen ist. Wenn ich in den Club käme, könnten wir selbst gegen die Royal Academy gewinnen. Dies hat dieses Spiel nun aufgehört, Fußball zu spielen. Ob der jetzt wirklich einfach so brav in den Fußballclub eintreten wird? Gut, trotzdem erstmal Mitglieder suchen. Wird hoffentlich kein Ding sein. Willst du mitspielen? Im Team der Royal Academy gibt es einen genialen Spielmacher. Jude Sharp heißt er. Der Kill spielt aber leider in einer ganz anderen Liga als unser Captain. Gut, habe ich dich übersehen? Gut, bin ich doof. Yeah, Reisbällchen, das darf natürlich nicht fehlen. Und man kann auch geilerweise gucken. Nur Staub und Spinnweben. Also da ist nichts drin, obwohl man das schon sieht. Gut, ich glaube, du willst dabei sein, das weiß ich noch ganz genau. Willy! Ihr sucht ja gerade Mitglieder für euren Club, oder? Genau, bist du dabei? Zusammen etwas Fußball spielen? Nein, danke. Auf so einen uncoolen Sport habe ich keine Lust. Ich stehe lieber auf E-Sport. Wenn ihr noch einmal fehlt, könnt ihr... Wo habe ich denn heute meine Lesefähigkeit gelassen? Könnt ihr euch ja vielleicht nochmal melden. Willys heldenhafter Einsatz rettet vor der Auflösung bedrohten Fußball. Das wäre dann wieder cool. Dafür will ich aber auch das Rekord mit der Nummer 10. Was für eine Bitch. So, da gibt man auch kleinere Hinweise. Vielleicht kommt Willy zu uns. Wenn nur noch ein Spieler in der Mannschaft fehlt, würde Willy Glass dem Fußballclub beitreten. Aber wer sollen die anderen kommen? Das weiß ich schon. Allerdings weiß ich es nicht mehr so genau. Also ich weiß noch so ungefähr, wo die sind. Er ist von Lech, das Athletikclub, und zwei sind, glaube ich, in der Schule. Und der vierte, das war sowieso der Hans Wurstens hier. Willy Glass. Gut, fangen wir uns hier mal um. Hallo. Ich schwitze echt zu viel. Wenn man sich ein Spiel zu sehr verausgabt, wirkt sich das negativ auf die Schnelligkeit aus. Darum solltest du vor einem Spiel unbedingt nachsehen, ob deine Spieler alle fit sind. Gut. Ja, das ist sowieso klar. War das hier? Die anderen Clubs sind wohl alle gerade beim Training. Es ist besser, sie jetzt nicht zu stören. Gut, dann stören wir sie mal nicht, obwohl ich das gerne machen würde. Ich gucke auch immer gerne mal wegen den guten alten Schatzkisten. Wie gesagt, da werde ich das Ganze ziemlich in die Länge ziehen, obwohl ich eh schon weiß, das dauert verdammt lange. Aber trotzdem will ich auch mal alle möglichen Schatzkisten hier rausräumen, die es hier so gibt. Da sieht man eh schon, da ist dieses... Da ist eh schon Nathan, aber erstmal umgucken. Da ist wieder so einer. Ein Fragezeichen. Ich habe wahrscheinlich auch demnächst aufgeklärt, was das ist. Da ist ein hübsches Mädchen. Da kann man weit springen. Ach, das ist schon eine. Gut, dass wir jetzt umgucken. Und? Hauruck-Trikot. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Was zum Geier? Moment, das ist der Info-Trikot da. Okay, ich glaube, da ändert sich nichts irgendwie in irgendwelchen Einstellungen oder sowas. Okay. Ein Trikot, das bei jedem Spielzug voll bei der Sache ist. Gut, wie schon öfters gesagt, nee, wie einmal gesagt, da könnt ihr auch mal entscheiden, was ich immer für ein Trikot anziehe. Also, so wie es aussieht, verändert das nichts an den Statusdingern. Also, da wird man nicht schneller oder ähnliches. Sieht nur anders aus und wie gesagt, mir ist das relativ rille-ralle. Ziehen wir es erstmal an. Okay, wie schon oben stand, da ändert sich nichts im RPG-Modus. Da kommt man nicht hin, okay. Alles klar. Aber im Spiel wird es dann bestimmt anders aussehen, und wenn ihr alle vielleicht bestimmte Lieblingsfarben habt,
was weiß ich, grün, blau, gelb, schwarz, weiß, türkis. Und ich hab so ein Trikot, dann warum nicht? Hallöchen! Balljunge ist auch kein leichter Job. Da hast du recht. Hallöchen! Was? In einen Club eintreten? Ich mag Baseball aber viel lieber als Fußball. Kann ich irgendwie nachvollziehen. So, hoch hier. Ach, diese Grafikfehler. Ich liebe sie. Da ist noch eine Kiste. Mit einer Milch. Supi. Gut, ich hoffe, irgendwann kriege ich das tatsächlich in den Griff. Das sieht ja so scheiße aus. So, Nathan, was los? Hallo, Mark. Stimmt es, dass du demnächst gegen die amtierenden Meister spielst? Wo du bist, ist echt immer was los. Ihr habt doch nicht genug Spieler in der Mannschaft, oder? Wenn das stimmt, kann ich einspringen. Obwohl ich dachte, die wäre schon von Anfang an in den Club dabei, aber naja, anscheinend nicht. Die Leute im Leichtathletik-Club sind selbstständig genug, um auch ohne mich zurechtzukommen. Echt? Danke, Nathan. Mit dir haben wir dreimal so viele Chancen. Schon in Ordnung. Ich habe Lust drauf, sonst würde ich nicht mitmachen. Mit dir Fußball zu spielen, hat mir Spaß gemacht. Ich zeige dir mal, dass ich auch beim Fußball der Schnellste bin. Nathan hat sich dir angeschlossen, mit epischer Musik. Gut, da weiß ich auch, das ist, glaube ich, der Stürmer. Moment, ich muss mich da etwas noch zurechtfinden. Nee, Verteidigung. Obwohl ich, glaube ich, Stürmer schnell, also... Normalerweise müsste Verteidiger gute Verteidigung haben und ein Stürmer ganz schnell sein. Der ist ja extrem schnell, Wahnsinn. Gut, als Torwart rennt man auch nicht gerade so viel rum. Wie gesagt, im Fußball an sich bin ich nicht gerade so der Kenner. Erstmal mit dir nochmal reden, damit wir alle durchgequatscht haben. Heute hat der Tennisclub ein Spiel. Such dir also einen anderen Platz zum Üben. Okay, kein Ding, du. Ach, das sieht so hässlich aus, ey. Wahrscheinlich musst du dann nur Menü dreimal rumklicken und dann ist das Problem gelöst. Ihr sucht Mitglieder? Na, die meisten Schüler findet ihr wahrscheinlich im Klassenzimmer. Danke für den Hinweis. Habt ihr alle Klassenzimmer ordentlich durchsucht? So. Ich glaube, ach genau, du bist die, die immer so schwitzt beim Rumlaufen. Gut, den ersten haben wir schon eingesackt. Ich zeige das jetzt nur ein paar Mal am Anfang, also ich weiß, was jetzt im Block kam. Also das füllt sich mit der Zeit extrem schnell und ich weiß, dass reingucken, das dauert immer übelst viel Zeit. So. Das wissen wir schon. In der 8. Klasse gibt es einen Schüler, der sich fast unsichtbar machen kann. Vielleicht ideal, um Gegner auszutricksen. Wir sollten ihn auf jeden Fall in den Club holen. Und übrigens auch mein absoluter Lieblingsspieler bisher, Lieblingscharakter. Wie gesagt, bisher. Da rennen ja unglaublich viel Hans Wurstens herum. Also rein in die Schule. Und erstmal umgucken und umfragen. Ist da noch was? Top 3 der Woche. Kekse, Reiskuchen, Milch. Ja, Kekse an erster Stelle, das ist schon mal gut. Ah, der kleine Mark. Soll ich dir ein wenig über das Hauptgebäude erzählen? Nee, sorry, ich habe leider keine Zeit. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du mich jederzeit nochmal fragen. Kein Ding, du. Warten wir vielleicht mal etwas später, wo wir selbst schon wissen, wo was ist. Suchst du einen Mitglieder für deinen Club? Das Sportgebäude könntest du vielleicht fündig werden. Danke, Mann. Das Sportgebäude ist gleich links neben dem Clubhaus des Fußballclubs. Ach, dann war in der Schule nur einer. Okay, wir fragen jetzt mal rum. Ihr habt ein Spiel gegen die Royal Academy. Ich drücke auf euch auf jeden Fall die Daumen. Geh doch weg, Mann! Ich glaube, in irgendeinem Klassenzimmer war noch eine Truhe. Wie gesagt, werde ich mich stundenlang umgucken. Sorry, wenn es etwas nervig ist, aber ist leider so. Oh, Marc, du hier? Heute trainiert er aber sicher auch wieder, oder? Natürlich, was denkst du denn? Fußball ist ja ganz schön. Aber lernen ist auch wichtig. Geh doch auf die Seite, Mann. Alle sind im Weg. Sieh doch immer schön, wo welcher rumsteht. Was magst du denn da in der Ecke stehen? Peabody, der sieht ja hübsch aus. Nee, süß. Okay, klingt beides gay. Du bist doch bestimmt der vom Fußballclub. Ich heiße Mark Ingles und ich bin der Captain. Ich bin der Coolste. Ich heiße Paul Peabody. Ehrlich gesagt habe ich früher auch mal Fußball gespielt.
Ich habe aber kein Talent. Darum habe ich es aufgegeben. Aber man muss doch nur üben. Das kommt von selbst. Komm, wir trainieren zusammen. Zwecklos. Du bist eine Pfeife. Okay, der im Team, das wäre irgendwie eine kleine Lachnummer. Seit wann ist er ein Laden? Das weiß ich ja noch gar nicht. Ist ja cool. Ah, hallo. Und, was darf sein? Was gibt's denn da alles? Milch. Ah, sieht man immer, wer was nehmen kann. Ah, das ist ja cool. Okay, wir haben bisher... Ach, das sind die... Ach, das ist Geld. Interessant, interessant. Was haben wir denn alles? Milch, Reisbällchen, Mineralwasser, Müsli-Riegel, lecker. Allroundschuhe, Schockerschuhe, Hauruckstollen, Jugendhandschuhe, altes Armband und das war's auch schon. Gut, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das ganze Elan-Punkte-Zeug krieg. Kaufen kann ich... Nehmen wir Trikot, das behalte ich noch. Ich glaube, da will ich einfach mal alle behalten. Erstmal vorerst. Das Dach, das sind Truhe. 60 Lernpunkte. Nee, kein Bock zu kaufen. Wir haben keine Zeit zum Shoppen. Wenn ich mal so rum, das sieht auch ziemlich cool aus. Wurde das schlecht zum Steuern. So, weißt du was? Psst. Das ist die Bibliothek. Mach also bloß keinen Krach. Okay. Ich mach doch keinen Krach, was denkst du denn? Hallöchen. Der Lehrer hat gar nicht mal mit mir geschimpft wegen dem Fenster. Hat geholfen, etwas Reue zu zeigen. Gut, natürlich wusste ich, dass es im ersten Stock nicht ist, aber... Ich will auch mal alles zeigen. Hallöchen. Ich hab doch gesagt, hier kommt keiner durch, bis die Scherben weggeräumt sind. Also, schleich dich. Kein Ding, du. So, was ist hier noch? Das ist noch eine Truhe. Ist ja cool. Ein Müsli-Riegel. Nom nom nom. Da freue ich mich schon, meine Reisekinder reinzuhauen. Also wirklich. Du kannst nicht einfach stören, wenn ich hier lerne. Tut mir leid. Ist da noch was? Nee, du hast nix. Hallöchen. Hexel, das wurde früher von allen ein Genie unter den Stürmern genannt. Wieso kommt so eine ausgerechnet an unsere Schule? Andy. Ich bin so müde. Was? Nur im Club? Vielleicht beim nächsten Mal. Mann, was für ein Penner. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da auch mal umgucken? Immer alles abchecken. Ich glaube auch irgendwie, manche Trikots finden wir nach nur so. Na, hast du schon genug mit dir zusammen? Nö. Ich weiß schon, wo der letzte ist. In dem Klassenraum ganz links ist immer dieser gruselige Typ. Der war doch in der 8., oder? Gut, dann gehen wir mal hin zu ihm. Erstmal eine Truhe einsacken mit Mineralwasser. Damit wir nicht verdursten. Und ich finde den so geil. Ah, Fußball. Viele Fußballer sind ja ziemlich berühmt geworden. Vielleicht bemerken mich auch mehr Leute, wenn ich Fußball spiele. Ja, vielleicht. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich will in euren Fußballclub eintreten. Ich bin gut darin, mich unbemerkt anzuschleichen. Denkt daran und setzt mein Talent richtig ein. Jim hat sich die angeschlossen. Und ich finde diese Frisur auch ziemlich geil. Also die Frisur an sich ist jetzt nicht gerade so krass. Aber so eine Frisur mit lila Haaren, das habe ich noch nie gesehen. Ist schon cool. Gut, Moment, ich muss mich jetzt etwas beeilen, damit wir alle vier noch relativ zusammenkriegen. Denn ich weiß ja, wo die anderen sind. Aber eine kleine Schultour ist ja auch nichts Schlechtes, würde ich mal behaupten. Da. Dich nehmen wir ganz zum Ende. So, da steht der I schon. Ich sehe den blauen Punkt hier. Ja, Fußball. Das habe ich noch nie probiert. Im Moment habe ich keine Lust auf andere Sportarten. Kann ich deshalb auch mal bei euch mitmachen? Natürlich. Na, freut mich. Ich glaube, dass ich geschickt genug bin, um alles zu lernen. Wenn ich mich langweile, gebe ich aber schnell auf. Max hat sich angeschlossen. Superb. Was fehlt mir noch ein Spieler? Vielleicht will dieser Willi jetzt in den Club eintreten.
Ich sollte ihn nochmal fragen. Such Willy! Das schaffen wir noch in diesem Part. Suchen haben wir alle vier zusammen und alle wuseln schön hinterher. Ist ja Wunderbärchen. Ach, ich freue mich. Und selbst wenn eine Katze kommen würde, hätte ich noch etwas Zeit. Gut, so, jetzt kommst du. Oh, du läufst mit drei Kumpels rum. Heißt das, dass euch nur noch ein Spieler mitfehlt? Du bittest mich jetzt also verzweifelt um Hilfe. Tja, da habe ich wohl keine Wahl. Es gibt aber eine Bedingung. Gib mir als richtiges Ass die Rückennummer 10, damit ich ernsthaft über einen Beitritt nachdenke. Na gut, da hast du. Echt? Na, da kann ich wohl schlecht Nein sagen. Okay, ich drehe dir ein. Training? Ein Ass braucht sowas nicht. Ich bin schon perfekt. Und mit diesem Satz bist du alles andere als perfekt. Aber erstmal haben wir Willy dabei. Ist ja superb. Irgendwie habe ich tatsächlich geschafft, 11 Spieler zusammenzubekommen. Das muss ich sofort allen im Clubhaus erzählen. Oh, wenn sich jemand in unserem Club anmeldet, muss dieses Info sofort in unsere Liste. Wir sollten dort auch Infos über Gegner sammeln, die, gegen die wir gespielt haben. Die Spielerliste findest du jederzeit im Menü unter Info. Auf ins Clubhaus des Fußballclubs. So, erstmal natürlich. Sieht ja schön aus bisher. Info und Spielerliste. Gut, Gegner haben wir noch keine. Oder Moment, ich mach mal so. Nö, haben wir keine. Raimon. Alle schön nach dem Alphabet geordnet. Da haben wir keinen. Da sind ein paar. Da ist der gute Jimmy. Jimmy Hendrix, namens Jimmy Ross. Raymond 8. Klasse, Verteidigung. Keiner kennt seine Augenfarbe. Die Haare sind einfach zu lang. Da haben wir Kevin. Auch mit derselben Haarfarbe. Nee, das ist etwas. Kevin Dragonfly. Ein übelst geiler Name. Raymond 8. Klasse, Stürmer. Der Stürmer aus der Raymond Junior. Hi. Hitzig, aber effektiv. Dann Wallside. Der sieht auch witzig aus. Auch wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Kombination von Koteletten und den kleinen Bärchen unten eigenartig. Von der Frisur will ich gar nicht erst anfangen. Verteidiger sieht man irgendwie schon. Ach, das Kamera. Ah, cool. Ist ja geil. Cool. So, Raymond 7. Klasse, Verteidiger. Setzt er seine ganze Masse ein, bildet er schon alleine eine Mauer. Okay, das ist doch teilweise doch ziemlich praktisch. Gut, das sind alle. Ich drehe nochmal ein paar um. Dann beenden wir den Part auch. Haben wir alle die Nummer 1. Gut, dann haben wir den guten Kevin. Superb. Nee. Ach, okay, die haben mich gar nicht gefunden irgendwie, keine Ahnung. Gucken wir noch alle an und dann beende ich den Part mal. Ach, den kann man auch ins Team mitnehmen. Aha, interessant, du hast wohl schon etwas. Mehr Infos siehst du, wenn du diesen Spieler in deinen Club aufnimmst. Okay, Ironside, Todd Ironside, Raymond 7. Klasse, Verteidiger. Zwar klein, hat aber Mumm für 2. Der Stimmungsbarometer des Teams und seiner coolen Eisfrisur. Gut, da kommt Miles. Lernt Gebärdensprache und Braille. Braille, keine Ahnung. Um neue Menschen kennenzulernen. Verteidiger. Und ist wohl doch ein Typ, denn. Ja, etwas flach vorne. Aber das Gesicht verwirrt mich immer wieder. Dann Nathan, den haben wir schon öfters gesehen. Nathan Swift, Raymond 8. Klasse, Verteidiger. Der schnellste Verteidiger des Teams, ein alter Freund von Mark. Cool, der hat einen Pferdeschwanz. Sieht doch etwas eigenartig aus, aber okay. Omaton, Lord Omaton, Raymond 8. Klasse, Torhüter. Moment. Zwei Torhüter? Ah, okay. Ich frage mich jetzt gar nicht. Seine Mimik ähnelt sich gut wie mir. Fast wie bei einem Roboter. Und Tom. Sam. Ich bin doof. Sam Kinsade. Raymond 7. Klasse Mittelfeld. MF. Und nicht Motherfucker. Und alles etwas locker. Und ist deshalb irgendwie Außenseiter.
Ja, also ein bisschen chillig draußen ist ja gar nicht mehr so schlecht, aber... Solange den Ball sieht, passt doch alles. Sabers und Cheers. Und da geht's weiter, yeah! Mit Steve Grimm, Raymond 8. Klasse, Mittelfeld. Was er macht, macht er halbherzig. Also ein ausgewogener Charakter. Also von Face ist das ein übelster Standards-Hauptcharakter, aber ja. Tighthead, wissen wir nix. Timmy Saunders mit seiner geilen Frisur. Ich frage mich echt, wie kann der vorne so ein kleines Büschel sein? Na, egal. Kleiner Kerl, aber hervorragende Beinarbeit durch Kung-Fu-Training. Haben wir umgedreht? Ja, haben wir umgedreht. Und Willy. William Glass. Raymond 8. Klasse, Stürmer. Hält sich sehr beliebt und denkt, die Brille steht ihm super. Ja, doch gar nicht mehr so schlecht, so eine ähnliche Brille habe ich auch. Zwar nicht so groß, aber ja. Nun haben wir mal die komplette Spielerliste gesehen, ist ja super. Und schon etwas überzogen. Aber ja. Gut, wir haben 4 Leutchen dabei, ist ja super. Immer noch grüne Tafel 11, aber nicht so schlimm. Und im nächsten Part, Moment, ich renn schon mal hin, damit wir nicht den weiten Weg vor uns haben. Im nächsten Part gehen wir mal hier rein und ja, gehen ins Clubhaus des Fußballclubs und sagen alle, dass wir die 11 Leute zusammen haben. Und da kann es ja schon bald losgehen mit den ersten Spielchen. Ist ja geil! So, dann sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!